Ja, das Netz ist Technik, hat wirtschaftliche Potenziale, aber ist ja auch insgesamt gesellschaftlich relevant. Da ist manches geregelt, vielleicht müsste manches geregelt sein. Manches handelt sich aber irgendwie auch selber aus. Und was für mich ganz wichtig ist, auch der Einzelne ist letztlich ein ganz wichtiger Akteur. Und mir geht es eigentlich darum, dass der Einzelne auch merkt, dass er ein wichtiger Akteur ist, nicht nur Objekt, sondern dass er eine Rolle spielt und dass er für diese Rolle ein Bewusstsein entwickelt und auch man gucken muss, was braucht er, um diese Rolle auch wirklich, oder was braucht er, was braucht sie, um dieser Rolle auch gerecht zu werden? Was braucht man da an Unterstützung? Also mir ist ganz wichtig, dass gerade im Moment irgendwie ganz viele Menschen Meinungen ins Netz stellen. Das finde ich auch super und glaube, dass das auch ein Kernpunkt von Demokratie ist. Aber es ist eben auch ganz wichtig zu sehen, welche Konsequenzen hat das eigentlich? Was tue ich damit und wie bin ich damit auch Teil der Meinungsbildung? Und für mich ist es einfach wichtig, da auch zu gucken, in so einem gewissen Dreiklang, welche Themen sind wichtig, damit Menschen auch ihrer Rolle, die sie im Netz übernehmen, auch Rechnung tragen können. Welche Formate sind wirklich gute, um Menschen zu erreichen und welche Zielgruppen gibt es da eigentlich? Also wenn ich es jetzt mal so schlagwortartig auf den Punkt bringe, ist sicherlich was anderes, eine Grundschülerin zu erreichen oder jemand, der BWL studiert, kurz vorm Bachelor oder eine Managerin mittleren Alters oder ein Senioren Ehrenamt. Und an der Stelle auch mal neue Dinge auszuprobieren, nonformal unterwegs zu sein, ist, glaube ich, echt eine Sache, die wir brauchen. Und ich glaube, es ist mehr denn je wichtig, dass wir auch Räume haben, wo Menschen auch mal was ausprobieren können und auch Fragen stellen können, ohne sich zu schämen, damit wir an der Stelle auch wirklich an die Menschen herankommen. Und das ist, glaube ich, eine große Baustelle. Wir sind aber unterwegs. Und wenn wir nicht nur auf Schule gucken, also nicht nur dort, wo wir so einen klassischen Bildungsort haben, sondern auch sehen, welche anderen Orte gibt es, was ist mit einer Bibliothek, was ist mit Chats, die wir haben, inwieweit können wir auch mal Video oder Bewegtbild nutzen, um Wissen zu vermitteln oder auch uns über wichtige Sachen auszutauschen, dann ist das, wäre das sicherlich eine super Sache. Von daher glaube ich, dass wir da auf dem Weg sind, aber es noch ein Stück unterwegs ist, dass es um Kultur geht, um Ausprobieren und um einfach zu merken, ich bin relevant und das ist eine wichtige Sache. Wenn wir da sowas wie den Hackday auch haben, wo wir uns jetzt ja heute getroffen haben und auch gucken, was gibt es für kleine Formate, wo wir auch mal ja, mit einer großen Motivation und mit der Idee, Wissen zu teilen und was zusammen hinzukriegen und vielleicht auch so ein bisschen zusammen Spaß zu haben, an der Stelle was ausprobieren, ist das, glaube ich, etwas, was gut ist. Und wenn das gesellschaftlich akzeptiert wird als Bildungsort, fände ich das auch klasse.